Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Vintage Story. Wir köhlern und töpfern und machen Dinge. Ich guck mal, wie weit dein Topf ist. Der ist schon gebrannt, unser Essenstopf. So, und hier dran kann man jetzt Sachen reinmachen, die dann anscheinend gekocht werden. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung, was wir alles einkochen können. Ich nehme ein bisschen Beerenmus mit und ein bisschen Fett. Und auch mal andere Sachen. Und trockenes Gras ist, glaube ich, jetzt nicht so lecker. Dinkelkorn, da müssen wir auch irgendwie Brot backen können. Gute Frage, nächste Frage. Wir schauen einfach mal, was passiert dann, wenn wir jetzt hier Dinge tun. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Früchte reinmachen. Mach mal, komm. Ah, 6 gehen nur pro Platz, okay. Vielleicht ist es ja Marmelade. Immer 6 Stück anscheinend. Ich mache das mal so. Wir nehmen uns aber hier ein bisschen Holz weg, damit das hier, während wir unterwegs sind, noch richtig einkochen kann. So, jetzt die Frage, ob daraus jetzt was kocht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gar nichts passiert, oder? Temperatur 20 Grad. Bei 20 Grad machst du lauwarme Beeren. Das ist jetzt auch nicht so geil. Muss ich noch Fleisch dazu packen? Oder darf man nicht einen Mischmasch machen? Oder es vielleicht so machen? Fett zum Braten? Ich auf Platz 1 und dann Fett? Oder erst Fett? Wenn ich es rausnehme, wird das jetzt wärmer? Hier Sachen reinmachen. Oder man muss wirklich Wasser besorgen, ne? Dass man hier einmal mit Wasser reinstellt. Kann ich den Topf mit Wasser befüllen? Oh, wo ist jetzt das Zeug hin? Ah, mein Inventar. Kann ich den Topf mit Wasser befüllen? Das wäre ein logisches, ne? Oh. Ich meine, es war jetzt nicht so ganz richtig. Wie holt man denn Wasser, verdammt? Mit links? Nee, da klopft man. Mit rechts, cannot place block here. Kriegt man denn Wasser in den Topf? Gute Frage. Vielleicht ein Becher? Da liegt doch irgendwas davor, oder? Vielleicht war der Kram noch. Vielleicht müssen wir wirklich einen Eimer machen. Ne? Okay, dann müssen wir einen Eimer machen. Dann machen wir es mal so. Bevor wir sinnlos hier das Holz verballern, machen wir das hier rein. Weil mein Ansinnen ist eigentlich jetzt nicht zu kochen, sondern ich will endlich Zinn finden, damit wir endlich hier weiterkommen, was das Bauen angeht. Deswegen packe ich jetzt erstmal hier die Früchte wieder rein und nehme mal einfach die Hälfte mit. Das müsste reichen für unterwegs. So. Jemand schrieb in den Kommentaren, das war schon vor ein paar Folgen, dass ihr irgendwo, wo ich die Wölfe bearbeitet habe, dass sich dort anscheinend an der Oberfläche Zinn befunden hat. Habe ich überhaupt? Ja, ich habe alles dabei, oder? Ja, habe ich. So, und das war hier hinten. Oh, da ist eine Höhle. Oder? In der Höhle? So, du bist kein Zinn, oder? Wie sieht denn Zinn aus? Basalt, Basalt, Basalt? Okay, krass. Okay, krass. Oh, ich hab Angst. Was ist denn hier? Obsidian. Alter. Okay. Ein bisschen creepy, oder? Steve. Ich bin mal gespannt, ob wir hier wieder rausfinden. Was ist denn das hier? Basalt.
Das, was ich wegschaufeln kann? Nee, kann ich nicht. Boah, das ist ja echt mehrschichtig mit Stalagmiten, Stalaktiten. Leider kann man das hier nicht heller machen. Ich glaube, man kann später noch sowas wie eine Grubenlampe oder sowas machen. Oh, was ist das? Quarz. Okay, ich glaube, da braucht man Bronzewerkzeuge. Okay, das kann ich schon mal nicht abbauen. Was ist das hier oben? Kaliumnitrat. Oh, das ist ja Sand. Hä? Wir nehmen es mal mit. Für was, was immer wir brauchen können. Habe ich die Steine mitgenommen. So. Wir haben aber eh kaum Stickies, fällt mir gerade auf. So. Was war denn mit Kalium? Weiß, vielleicht brauchen wir es ja irgendwann mal. So, Kalium abgebaut. So, hier geht's nur wieder hoch, oder? Jo, da geht's nicht weiter. So, da runter. Da ist noch was. Ich muss mir ein bisschen was besorgen, damit ich mir hier so eine Brücke bauen kann. Die werden gar nicht zu Blöcken. Das ist ja blöd. Wie komme ich denn da rüber? Ich will doch hier auch nicht abstützen. Komme ich da niemals raus? Doch. Die vergiften einen nicht. Spinni! Spinni! Was seid denn hier für komische Spinnen, die so klacken? Oh. Oh. Au! Okay. Glühbirnenspinnen, oder? Würde ich mal sagen. Frühspinne. Da kommt noch so ein Doktor hier, kommt noch vorbei. Auf mein Schwert. Ah, oh. Ich glaube, das hier am Boden macht mich kapheister, oder? Was ist denn das? Metal Spikes. Ach so. Na, komm hier hoch. Oh. Warte mal, ich habe da auch noch einen Spieß. So. So, da vorne hängt doch was an der Decke. Locust Nest. Cage. Was seid denn ihr für die Dinger? Kann ich euch abbauen? Sind das wie die Spawner bei Minecraft? Oh. Oh. Kaputt. Wir sollten mal was essen. Ich noch mal einmal Fett reinziehen. Was ist das? Was war das?
Der Zombie stirbt gerade an was? An den Metallspitzen, oder? Was sind denn das für Metallspitzen? Wir können es auf jeden Fall mitnehmen. Ist ja nicht gar nicht mehr so schlecht, oder? Oh, fuck. Da lebt auch ein Spinni, lebt da auch noch. Und da ist noch eine Metallspitze drüber. Kommt die jetzt hier hoch? Das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh, ich mag... Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich glaube, bevor ich in der Höhle sterbe und dann gleich hier nichts mehr... mein Zeug nicht mehr wiederfinde. Hier ging's hoch, oder? War das hier? Nee. Na, super. Schon verlaufen. Okay, die Höhle ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ist bestimmt Nacht draußen und deswegen, oder? Ach du Schande. Zum Glück habe ich meinen Respawn-Punkt gesetzt mit dieser blauen Metallscheibe. Verdammt, ich brauche eine Fackel. Hallo? Es ist so dunkel. Oh, ich habe mein Schwert behalten. Wieso habe ich denn mein Schwert behalten? Wieso behält man denn sein Schwert? Ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde. Aber es ist schon merkwürdig, dass man sein Schwert behält. So, du kommst mal kurz mit raus. Du kommst mal kurz mit rein. Und wir gehen hier rein und machen ein bisschen Brennholz rein. So, ich brauche mal eine Fackel, bitte. Hat mich das blöde Vieh weggemacht. Hat er mich weg? Aber das Gute ist, ich bin wieder am Leben. Hallo, guten Tag. Kommen Sie mal bitte her. Kommen Sie mal ran. Ich muss mich mal rächen. Euer Kumpel, eben in der Höhle. So, hast du irgendwas gedroppt? Hast du nicht. Ich brauche mal kurz eine Fackel. Once. Und zwei. Zack. Ach, Quatsch. Denke ich fertig geköhlert? Nein, ich habe eh mein ganzes Werkzeug da unten drin. So, warte mal. Den Topf machen wir wieder hier rein. Den können wir später wiederholen. Und ich glaube, ich nehme mal ein Ersatzschwert mit. Da. Oh, hey, hey, Zuma! Ich bin gerade rausgekommen. Hat er mich gerade verjagt? Ei, da raus. So, jetzt müssen wir nur unseren Kram wiederfinden. Das Problem ist, in der Höhle habe ich ja den Ausgang nicht mal wiedergefunden. Das wird jetzt witzig, aber wir finden das schon wieder. Diese Spinnen, oder? Die mit so einem Glaskörper hinten dran, also mit so einem blauer Lehm. So, jetzt die Frage, wo wir falsch abgebogen sind. Oh. Nicht euer Ernst. Vier ist einer zu viel. Ob ich mich jetzt da runterstürze? Hm.
Ja, wir müssen Erde mitnehmen. Sonst komme ich hier nicht raus. Und außerdem muss ich mir so ein Türmchen bauen, dass ich an den Kerlen da vorbeikomme. Wir machen das jetzt mal hier mit der Handkantenverkloppung. So, das müsste erstmal reichen. Dann gehen wir nochmal in die Tiefe und stellen uns nochmal vor bei den Gesellen da unten. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil wenn ich mir jetzt hier einen Aufstieg baue, haben die natürlich auch einen Aufstieg, ne? Zack, zack, zack. Aber egal, so kann ich zumindest ein bisschen... So, ich verkloppe euch. Einen nach dem anderen. Ich dattel die ganze Zeit. Dabei ist das gar nicht notwendig. So, ich hab's euch gesagt, ihr Schweine. Wo ist der andere hin? So, wo ist meine Leiche? Klatsch, klatsch, klatsch. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hier falsch abgebogen bin. Ah, ich glaube, ich habe mich hier rechts rumgebaut. Genau. Ich erinnere mich. Ich bin hier rechts rumgegangen. So. Dann bin ich hier irgendwo falsch abgebogen. Hier bin ich rübergehupft. Und ich glaube, dann bin ich hier links irgendwie hoch. Bin ich hier hoch oder da hoch? Ich glaube, nicht hier hoch. Nee, das ist der wirkliche Ausgang, ne? Oder? Ja, da liegen die Leichen, alles klar. Ich hätte mir mehrere Fackeln machen müssen, damit ich meinen Weg markieren kann. Weil die brennen halt aus mit der Zeit, ne? Oder bin ich hier hoch? Nee. Das war eine Sackgasse. Wo bin ich denn eben falsch abgebogen? Kann doch nicht so weit gewesen sein. Nee. Da hoch war es auch nicht, meine ich. Da kommt Spinny, aber du kommst nicht hier rüber, ne? Nö. Da hier rechts? Sieh dir. Oh, hi. Bist du der, der mich gerade getötet hatte? War doch hier oben, oder? Yes. Oh, gut, dass ich meinen Kram wieder gefunden habe. Was ist denn das hier? Quarz. Das hat sich schon mal nicht gelohnt. Freiheit, nehme ich auch. So, erstmal mal Fackeln mitnehmen, ne? Bevor wir nochmal so einen Höhlenausflug machen. Hier ist auch noch ein... Hallo, guten Tag. Okay. Achso, wir haben keinen Platz im Inventar. Gut, dann bringen wir das jetzt erstmal nach Hause. Ist die Frage, ob man diesen Eisenschrott einschmelzen kann, aber das wird natürlich nicht reichen für ein gescheites Werkzeug, ne? Gehe ich mal davon aus. So, was haben wir denn? Da haben wir noch zwei. Da haben wir noch einen. Jetzt haben wir hier Kaliumnitrat und Fett. Aber Fett kommt eher da rein. Das ist was zu essen. Hier haben wir Metallteile. Und hier haben wir Metall. Metall ist natürlich sehr weitläufig, ne? Steinbasalt, okay.
Das ist dann eher hier bei Bauen. Nö, so. Flint, das nehmen wir mal lieber mit. Das machen wir rein. Metallteile, das, ich sag mal, das ist zu schmieden. Schmieden. Metalle. Was zu essen. Und wir nehmen uns hier mal Erde mit. Mit geringer Fruchtbarkeit. Das müsste doch hier stacken, oder? Mit mittlerer. Mittlerer. Mittel, 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 Mittel. So, nehmen wir die hier mit zum Bauen. So, erstmal einen kleinen Schmack auf Hatz. So, es kam nämlich auch der Hinweis, mit C kann man sich nämlich seinen Charakter-Stats aufrufen. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt. Also, dass man zum Beispiel Eiweiß im Körper hat, Gemüse, Obst etc. pp. Wir haben zum Beispiel null Getreide im Körper. Und dann hält auch das Leben länger, beziehungsweise wird regeneriert oder so. So habe ich es verstanden. Wieso habe ich grüne Haare? Schimmel ich schon? Habe ich Schimmel schon? Solche Sachen muss man nämlich eigentlich auch beachten. So. Und jetzt wird es gerade Tag. Das ist nett. Ich wollte mich erst hinlegen, aber das ist gar nicht notwendig. So, wir müssen uns auf jeden Fall mehr Fackeln machen. Aber zum Beispiel die Kohle ist fertig. Da können wir jetzt mal kurz ran. Und erstmal die Kohle ausschöppen. So. Und ich glaube, einen hat man nur nach hinten, ne? Ja. So. Der Sound ist irgendwie hypnotisierend. Blöp, 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 blöp. Gleiches Auto auf Auto Schaufel. Hätte es gedacht. So, dann nehmen wir das kurz hier mit. Und machen uns schnell nochmal eine Schaufel. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal ein anständiges Werkzeug machen. Schaufel. So. Können wir die restliche Kohle noch abbauen? Sehr sinnvoll, was ich hier mache. So. So. Jetzt sind wir vorbereitet für die nächste Köhleraktion. Dann können wir das hier wegpacken. Ach ja. So langsam kommen wir doch wieder voran. Ist doch alles gut. So, Kohle, Kohle. 40 Kohle gerade mal waren das. Ui. Das ist aber übersichtlich, muss ich sagen. Da hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Okay. Schade eigentlich. Ja, dann so. Und so. So, haben wir sonst noch was dabei? Wir haben eine Ersatzaxt, wir haben ein bisschen Flint, wir haben Spitzhacken, technisch sind wir am Start auf jeden Fall. Ich glaube aber, es wäre sinnvoll, wenn wir mal eine hier lassen. Ne? So, falls ich irgendwie mal irgendwo sterbe, an einem Punkt, wo ich wirklich nicht wieder rauskomme. Und die Hacke können wir auch da hinsetzen. So, neuer Tag in Vintage Story. Die Sonne geht auf, es ist schön hell, beziehungsweise die Sonne ist schon da. Wir gucken mal, was unser Garten macht. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier, Pumpkin Blend. Und die Hasen haben sich nicht vergriffen. Das ist doch super. Gewässerter Ackerboden. Das freut mich sehr. Wir haben eine Höhle entdeckt. Die müssen wir auf jeden Fall weiter erforschen. Dazu brauchen wir noch viel, viel mehr Fackeln. Und das machen wir alles in der nächsten Folge von Vintage Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.